Wir suchen und küren heute die beste Wachstumsaktie am Markt. Dazu werden wir jetzt Folgendes machen. Ich schaue mir mit dir einmal alle potenziellen Aktien an, die gerade so in Frage kommen. Dort wählen wir explizit ein paar unterschiedliche Wachstumsaktien aus. Das heißt, wir werden zum Beispiel eine Aktie aus dem defensiven Konsumgüterbereich uns anschauen. Wir werden uns eine aus dem Bereich Media anschauen. Wir werden uns eine aus dem Bereich Technologie anschauen. Und dann gucken wir mal, welche wir noch gerade ganz spannend finden. Und aus all diesen wählen wir dann unsere beste Wachstumsaktie. So, der Hauptindikator, den ich jetzt für dieses Video nutzen werde für Wachstum, wird Umsatzwachstum sein. Ja? Das heißt, alle Unternehmen, die wir uns heute anschauen werden, haben ein gewisses Umsatzwachstum, nämlich mindestens 10%. Und das definiere ich jetzt erstmal einfach als Wachstumswert. So, die nächste Sache, klar. Ich investiere ja nur in Turnaround-Kandidaten. Heißt, mein System ist darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Ja, und dann ist es im Endeffekt so, dass ich von diesen Aufwärtsbewegungen versuche, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich habe halt ein System, mit dem ich immer mindestens 40% von dieser Aufwärtsbewegung mitnehme, egal was das Ganze macht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal kurz an. Also ich habe jetzt hier gerade eine Aktie rausgesucht, die tendenziell auch in Frage kommt. Das ist hier die Infineon-Aktie aus Deutschland, logischerweise. Eine sehr interessante Situation gerade. Du kannst hier unten meine Einstiegssignale sehen. Normalerweise klappt das ziemlich gut. Du siehst, das letzte Einstiegssignal bei Infineon ist jetzt schon eine Weile her. Das war jetzt hier dieser Punkt. Ja. Du kannst auch sehen, es klappt nicht so immer auf Anhieb. Ja, also jetzt hier zum Beispiel hatten wir mal 4 Signale direkt hintereinander, die jetzt hier alle in dieser Seitwärtsphase waren, ja, und die dann aber komplett abverkauft wurde und dann kam hier unten das eigentliche passende Signal. Ja, ich habe noch ein bisschen bessere Signale als die, die jetzt hier gerade sind, die uns helfen, noch näher an den Tiefpunkt ranzukommen. Aber das ist nichtsdestotrotz schon mal eine super Sache. Wenn du übrigens wissen willst, welche Aktien jetzt gerade genau in diesem Moment diese Signale haben, dann trag dich mal bei mir ein bei focusinvestor.de. Dort schicke ich kostenlos jedes Mal eine Liste raus, wo ich genau dir mitteile, welche Aktien jetzt heute dieses Signal haben, was du hier gerade siehst. Und damit kannst du wirklich schon profitabel investieren. Ja? Also mein System ist ja ganz simpel. Ich zeige dir, welche Aktie du nehmen könntest. Du kannst ausprobieren, dass es funktioniert. Und wenn du dann wirklich lernen willst, wie das geht, wenn du alles wissen willst, was ich so gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dann kommst du noch zu mir in die Betreuung und dann zeige ich dir das und begleite dich für ein Jahr, dass du es auch wirklich umsetzen kannst. Und ja, es ist ein mega Deal. Kannst ja mal überlegen, ich wünschte, ich hätte das am Anfang gemacht. Mann, wäre ich viel schneller gewesen. So, jetzt lass uns aber reingehen in die Wachstumsaktien. Du siehst hier schon die erste Aktie, Infineon. So, warum ist Infineon da drin? So ein richtiger, ja, Turnaround-Kandidat ist es ja irgendwie momentan noch nicht. Du siehst, wir sind nicht mal im Abwärtstrend nach meiner Definition hier über den Zigzag. Nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir hier gerade eine sehr spannende Situation. Und je nachdem, was du so für ein Investor bist, könnte es durchaus sein, dass du sagst, jo, alles klar, das sieht jetzt für mich gerade wirklich so aus, als ob ich da jetzt vielleicht nicht mal reingehen könnte. So, und das, was wir hier haben, man nennt das hier eine Dreiecksformation im Endeffekt, ja. Wir können das hier sehr schön sehen. Die Aufwärtstrends bilden hier gerade so eine, ja, einen Aufwärtstrend im Endeffekt und die Abwärtstrend einen Abwärtstrend. So, und das, was jetzt halt passieren muss, ist, dass die Aktie sich früher oder später, spätestens hier hinten, ja, einfach entscheidet, hey, wo könnte es denn hingehen? Und die Idee, die man jetzt halt verfolgen kann, ist, dass man halt versucht zu sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt mal hier rein, ja, und zum Beispiel jetzt halt irgendwie hier so, sucht sich irgendein Indikator aus, der dafür sorgt, dass man einen Einstiegszeitpunkt findet, welchen auch immer du da nimmst, und dann sichert man sich hier unten runter ab. Momentan sind wir noch relativ weit weg von der unteren Grenze, ja. Könnte man jetzt unterschiedlich machen, also man könnte jetzt entweder sich wirklich unter dem Trend absichern. Du könntest, wenn du noch auf ein bisschen Nummer sicherer gehen willst, sich hier unter dem Tief absichern, entweder auf dem Tief, das ist aber immer was ich dir nicht empfehlen würde, oder unten drunter. Ich würde dir empfehlen, du siehst hier kommen die 25, wenn du es so richtig durchziehen willst, dann würde ich hier, ja, vielleicht so um die 20%, dann siehst du, wir sind knapp bei 25 hier auf der rechten Seite, ja, also kannst du mal kurz gucken, ja, das wäre 25, ich würde dann knapp unter 25 gehen, mich dort irgendwie absichern, hier vielleicht noch so ein paar gestufte Käufe machen, je nachdem, wie weit wir da rankommen, damit dein Stop nicht so ellenlang ist, und dann könntest du darauf spekulieren, dass der Ausbruch nach oben stattfindet.
Die zweite Strategie, die du machen kannst, wäre natürlich ein Ausbruch hier oben raus. Also einfach nur mal so vom Grundprinzip her. Wir haben gerade Wachstumswoche auf dem Kanal. Das heißt, ich gucke mir jetzt diese Woche die ganzen Wachstumsaktien an. Wir schauen uns eine Apple, eine Nvidia, eine Meta, eine Microsoft an. Gestern haben wir uns die Tesla-Aktie angeschaut. Ja, also wenn du dich für diese ganzen Tech- und Wachstumsaktien interessierst, lass gerne ein Abo da, die covern wir regelmäßig, also alle 4 Wochen versuche ich Videos zu diesen Aktien zu machen. Und wenn du dann einfach immer gut informiert sein möchtest bei den Aktien, was gerade passiert, dann ja, lass einfach das Abo mal da und jetzt machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir uns ja darüber unterhalten, ist die Infineon-Aktie überhaupt eine Aktie, in die wir investieren sollten? Dazu ist jetzt Fakt, dass wir gerade 40 Milliarden Marktkapitalisierung haben. Und du siehst es hier, wir sind damit ziemlich genau auf dem Jahresendstand von 2023. Ja, und damit sind wir von der Bewertung her, tja, nicht so richtig günstig auf jeden Fall. Ne? Wenn wir uns das mal historisch anschauen, die gelbe Linie ist die Größe des Unternehmens, das grüne ist das Umsatzwachstum oder der Umsatz, ja, das blaue ist das Eigenkapital, dann haben wir hier noch in lila haben wir noch die Gewinne und dann haben wir noch den freien Cashflow. So, und jetzt kann man sich halt darüber streiten, ist die Aktie gerade günstig oder ist sie nicht günstig? Du hast ja auch gesehen, wir hatten diesen Aufwärtstrend, der jetzt schon sehr lange anhält, was potenziell natürlich immer dafür spricht, dass die Aktie gerade relativ teuer ist. So, jetzt siehst du aber auch, wir haben durchaus ein schönes zugrunde liegendes Wachstum bei der Infineon-Aktie und das macht es halt ja sehr interessant. Ja, und egal wie du Wachstum definierst, Infineon würde wahrscheinlich dafür da zutreffend sein, ja, weil die Größe des Unternehmens wächst, das Eigenkapital wächst, der Umsatz wächst und die Gewinne wachsen sogar auch, und zwar seit 2020, ja, wo man sagen muss, wachsen sie gerade oder sind sie halt eher, haben sich wieder erholt. Aber wir sehen, wir haben den höchsten Gewinn jetzt gehabt in 2023, den das Unternehmen jemals eingefahren hat. Und das ist also das, was für Infineon spricht. Dann lass uns als nächstes einmal schauen, was steht denn so bei der Infineon-Aktie in nächster Zeit an. Du siehst jetzt hier einmal die Saisonalität. Das ist die Saisonalität über die letzten 24 Jahre. Also was da gemacht wurde, ist einfach, es wurden alle von jedem Jahr geschaut, wie hat sich die Aktie im April performt, wie hat die im Mai performt und so weiter. Und daraus wurde einfach ein Durchschnitt gebildet. So, und das, was wir jetzt hier halt sehen können, ist, dass wir jetzt auf die letzten 24 Jahre, also bis zurückgehend zum Jahr 2000, so mehr oder weniger eigentlich keinen Gewinn gemacht haben im Durchschnitt jedes Jahr. Ne? Du siehst hier, wir kommen hier bei 99,1 an. Das heißt, wir haben im Schnitt 1% verloren. Was daran liegt, dass sie während der Dotcom-Blase an die Börse gegangen sind, was übrigens ein sehr kluger Schachzug war. Was macht sie jetzt aber nicht unbedingt zu einem schlechten Unternehmen? Fakt ist aber, die sind jetzt genauso teuer wie beim IPO und du hast ja gerade gesehen, wir haben ein schönes Wachstum seitdem hingelegt. Also wir sind auf jeden Fall jetzt besser dran als die Leute, die eingestiegen sind, als sie neu auf den Markt kamen. Kannst ja mal schreiben, ob du da zufällig mitgemacht hast, als sie auf den Markt kamen. Vielleicht bist du ja so ein alter, erfahrener Hase, finde ich wirklich interessant. So, ansonsten haben wir jetzt hier eine schöne Aufwärtsbewegung, die normalerweise hier so Mitte März anfängt und dann geht die irgendwie so bis zum Juni ungefähr. Das heißt, so ungefähr von Frühling bis zum Sommer haben wir eine Aufwärtsbewegung. In 70% der Jahren ging es da richtig schön nach oben in diesem Zeitraum. Wir können auch sehen, 2009 nach der Bankenkrise gab es den größten Anstieg. Ja? Da gab es einen Anstieg von über 500% einfach in diesem Zeitraum. Was natürlich sehr, sehr extrem ist. So, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal dieses Jahr 2009, nehme ich jetzt einfach mal raus. Und dann siehst du mal, was, wenn du jetzt so einen extremen Ausbruch, ja, irgendwie in einem Jahr hast, was das mit deinem Saisonalitätschart macht, ja. Also so sieht das Ganze jetzt halt aus, wenn wir das Jahr 2009 rausnehmen, weil das verschiebt unseren Durchschnitt natürlich extrem. Ne? So, jetzt gucken wir mal rein. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ja? Jetzt haben wir immer noch ja, so 59%, die jetzt positiv waren. Wenn wir jetzt dieses Fenster einfach bis Anfang Mai wählen, so wie das jetzt hier ist, sind wir bei 54%. Und dann muss man eigentlich sagen, wenn man mal anschaut, wo wir jetzt sind, von der Saisonalität kann man eigentlich nicht viel sagen, außer dass die Aktie tendenziell nach dem Sommer eher fällt. Ja? Und jetzt hier in diesem Zeitraum, zum Beispiel von jetzt bis zum Sommer, hatten wir halt in 6 von 10 Jahren, du siehst es hier, 63,64% hatten wir positive Ergebnisse und im Schnitt ging es 0,98% nach oben. Also die Saisonalität spricht definitiv nicht für die Infineon-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt. Wobei man sagen muss, dieser Chart hier von der Saisonalität her spricht eigentlich komplett gegen die Infineon-Aktie.
Fassen wir es einmal kurz zusammen. Gegen Infineon spricht, dass es nicht so richtig günstig ist. Gerade, wir sind nicht gerade in einem richtigen Rücksetzer. Gegen Infineon spricht auch so ein bisschen einfach die Saisonalität, weil man ehrlich gesagt nicht sonderlich viel erkennen kann, dass da irgendwelche Voraussetzungen bestehen, die man sich angucken könnte. Für Infineon spricht durchaus das schöne Wachstum, was wir jetzt in der Vergangenheit hatten. Und es ist eine Aktie aus Deutschland, das kann ja auch für den einen oder anderen sehr interessant sein. Ein weiterer Kandidat, den ich jetzt auch gekauft habe als letztes, wäre Tesla. Du siehst hier, das ist übrigens die Liste von all den Wachstumsaktien. Es gibt gerade potenziell 258 Wachstumsaktien am Markt, von denen ich sagen würde, okay, da könnte man überlegen, dass man reingeht, beziehungsweise mein System sagt, dass man da reingehen könnte und ich überlege mir dann, was mache ich damit. Aber Tesla habe ich gestern erst analysiert. Deswegen, wenn du dich für Tesla interessierst, guck dir einfach das Tesla-Video an. Deswegen gucken wir uns das, machen wir die jetzt nicht nochmal, aber ich finde, ein Kandidat, der momentan noch auffällt, ist Sony. Und das Interessante bei Sony ist, wir haben so ein ähnliches Chartbild, gerade wie bei Infineon, ne? Nicht ganz so, weil wir hier halt auch diese Abwärtsbewegung hatten, die sich jetzt quasi aufgelöst hat, beziehungsweise wir sind da so durchgebrochen. Allerdings hat so dieses letzte Widerstandslevel hier hat halt quasi gehalten. So. Und das heißt, auch dort haben wir jetzt irgendwie auf jeden Fall so eine Rücksetzerphase. Hier hatten wir auch einen sehr, sehr schönen Tiefpunkt. Ne? Gucken wir auch nochmal kurz in unsere Signale rein. Auch hier hatten wir leider einen Fehleinstieg. Ja, also das ist halt so ein bisschen das, was dem man immer rechnen muss. Ja, aber du kannst ja mal kurz gucken, ja, was für einen Stop hätte man hier nehmen können. Wenn man jetzt hier den ersten genommen hätte, reden wir so von 10% ungefähr. Ja, und das ist auch das, was ich mit meinen Leuten halt reproduzieren kann. Ja, also wir können, wenn wir so 10% in so einen Tiefpunkt investieren, dann haben wir den im Mittel abgepasst. Ja, also es ist sogar eher weniger. Wir reden eher so von 5-8%, die wir investieren müssen, um einen Tiefpunkt abzupassen. Aber ich sage mal 10%, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Ja, und das heißt, hier unten wären wir sehr, sehr schön natürlich dann reingekommen. Ja, mit einem ja, an sich zum perfekten Zeitpunkt. Jetzt gerade ist natürlich nicht mehr ganz so der perfekte Zeitpunkt, das sehe ich durchaus auch ein. Nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt einmal die Entwicklung im Unternehmen. So, das trügt jetzt so ein bisschen. Der gibt zwar an, dass hier die Marktkapitalisierung in Yen wäre, das stimmt aber nicht. Das ist die Marktkapitalisierung in Euro und da liegen wir momentan bei 95. Deswegen müssen wir uns den Preis nochmal extra anschauen gleich. Aber erstmal einmal kurz der Blick auf die Entwicklung des Geschäftsmodells. Wir haben in Gelb wieder die Entwicklung der Gesamtgröße des Unternehmens und in Grün die Entwicklung des Umsatzes. In Blau haben wir die Entwicklung des Eigenkapitals und in Lila haben wir die Gewinne, die übrigens aktuell bei 1 Billion Yen liegen. So, wie gut oder schlecht das ist auf den Preis, gucken wir halt gleich nochmal. Ja, aber im Großen und Ganzen sieht das ja erstmal nach einem schönen Wachstumsunternehmen aus. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, weil Sony ist so ein bisschen eine Mogelpackung. Und was ich damit meine ist, du siehst hier, dass die Größe des Unternehmens stark ansteigt, ja. Während die Umsätze eigentlich seit 2002 konstant sind. Ja? Das heißt, Sony bläht gerade seinen Unternehmenskonzern auf, ohne dass sie wirklich PS auf die Straße bringen und irgendwie Waren verkaufen. Ja? Und das ist natürlich etwas, was eigentlich etwas ist, was wir gar nicht wollen als Aktionäre. Deswegen Sony, ja, es ist eine Wachstumsaktie, insbesondere wenn du jetzt die letzten Jahre berücksichtigst, als seit 2020 ging es jetzt relativ schön hoch und wir haben jetzt auch das größte, den größten Umsatz, den es in der Unternehmensgeschichte jemals gab. Ja, auf jeden Fall auch die Schätzung soll nochmal ein Wachstum ergeben. Ja, also wir sollen von 11,5 auf 12,3 Milliarden hoch. Ja, da reden wir also noch von einem Wachstum ungefähr um 8%, was jetzt prognostiziert ist fürs nächste Jahr. So, jetzt habe ich dir versprochen, dass wir uns auch die Preise einmal anschauen. Das machen wir jetzt in stellvertretend mit diesen Verhältnissen. Kurs-Umsatz-Verhältnis in blau, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow und Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ich muss sagen, in dem Chart irritiert mich das immer, wenn alles gleichzeitig drin ist. Deswegen gucken wir uns die jetzt mal einzeln nacheinander an. Ich habe dir jetzt hier einmal das Kurs-Buchwert-Verhältnis mitgebracht. So, was können wir sagen? Kurs-Buchwert-Verhältnis, ja, ist nicht so richtig teuer. Teuer wäre irgendwie hier so 2,7. Wir sind gerade bei 2,15, aber so richtig günstig sind wir diesbezüglich auch irgendwie nicht. Als nächstes können wir uns einmal das Kurs-Umsatz-Verhältnis anschauen. Kurs-Umsatz-Verhältnis sieht auch ganz positiv aus, ne? Aber man muss schon irgendwie sagen, so richtig günstig sind wir auch da nicht, weil wir einfach so einen langfristigen Aufwärtstrend hatten
Und hier im Kursumsatzverhältnis siehst du auch, dass dieser Aufwärtstrend jetzt gerade gebrochen wurde. Dann können wir uns das KGV einmal anschauen. Das KGV liegt aktuell bei 18,6. Und mit 18,6 sind wir wirklich ziemlich günstig, ne? Also wenn wir jetzt mal schauen, jetzt hier zum Beispiel in der Bankenkrise waren wir bei 7,2. Ja, 7,2 ist natürlich die Hälfte jetzt von 18,6. Also so super günstig sind wir irgendwie nicht. Aber du siehst, es gab so Zeiten, in denen mal so Verhältnisse um 80 rum bezahlt wurden bei der Aktie. Und wenn wir uns den Cashflow angucken, sind wir bei so einem durchschnittlichen Wert. Jetzt gab es ja gerade diese beiden Zeitpunkte, in denen diese Verhältnisse, ich sag mal, relativ hoch waren, also insbesondere der KGV-Bereich. Und das war 2017, das war hier, ja, also hier, das ist alles 2017, ja, und das war hier 2007, ja, also in diesen beiden Fällen war das sehr hoch, das KGV. Und du siehst, in dem einen Fall ging es danach runter, in dem anderen Fall ging es danach rauf, ja, und das ist natürlich jetzt erstmal eine etwas komische Situation, wenn man das jetzt so auf den ersten Blick betrachtet. Aber du kannst, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen in den Unternehmenschart, auch sehen, woran das lag. Ja, also wir haben einmal hier 2007, das ist jetzt quasi dieser Bereich hier. Dort siehst du, sind die Umsätze weggebrochen, ja? Während in 2017 wir halt in einem Tiefpunkt waren. Du kannst ja ein hohes KGV oder Kursumsatzverhältnis oder so immer auf zwei Arten erreichen. Entweder der Kurs ist ziemlich teuer, ja? Oder die Geschäftszahlen brechen weg. Und deswegen reicht es einfach nicht, auf diese Verhältnisse zu schauen, sondern du musst auch immer dir anschauen, wie ist denn gerade die Entwicklung im Unternehmen. Und da muss man halt sagen, sind wir halt momentan durchaus auf einer positiven Trajektorie bei der Sony-Aktie. So sieht übrigens die Saisonalität aus. Also auch bei der Sony-Aktie siehst du, haben wir eine starke Tendenz so für die erste Hälfte des Jahres. Es ist so, dass in unglaublichen 88% der Fälle der letzten 10 Jahre wir eine positive Entwicklung in der ersten Jahreshälfte hatten und in der zweiten Jahreshälfte im Schnitt halt eigentlich nichts passiert ist, ja. Und in der zweiten Jahreshälfte wir nur in 40% der Jahren irgendwie positive Entwicklungen hatten und im Schnitt ging es 3% runter, während halt in der ersten Jahreshälfte wir sogar eine Rendite im Schnitt von 21% hatten. So, vom aktuellen Zeitpunkt bis zu diesem Hochpunkt im Sommer ist es so, dass in zwei Drittel der Jahre wir eine positive Entwicklung hatten und im Schnitt ging es 6,5% nach oben. Du siehst also, die perfekte Zeit, um in Sony zu investieren, ist eigentlich Anfang des Jahres. Jetzt zeige ich dir aber mal was, damit du mal merkst, diese Saisonalität muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl anpacken. Wenn du auf 25 Jahre hochgehst, also die letzten 25 Jahre betrachtest, dann sieht der Chart auf einmal so aus. Ja? Und dann siehst du, okay, ist ja verrückt, ja, also wir haben jetzt hier irgendwie diese Aufwärtsbewegung, aber ab jetzt ziemlich genau soll es normalerweise nach unten gehen und da war es halt so, dass wir im Schnitt 8% verloren haben. Und das ist halt schon irgendwie eine ziemlich verrückte Sache, meiner Meinung nach, ja, dass du je nachdem, welche Zeiträume du nimmst, du zum Teil komplett unterschiedliche Charts nimmst. Ich gucke sie mir trotzdem gerne an, die Saisonalitäten, ja. Aber du merkst schon, das sollte nicht das einzige Kriterium sein, nachdem du investierst, aber es ist eine sehr wertvolle Sache. Probier das System übrigens gerne mal aus. Ich habe da so einen Code, da kriegst du 20% Rabatt da drauf und du kannst einen Monat das Ganze kostenlos testen. Also ist auf jeden Fall, denke ich, eine ziemlich coole Sache an der Stelle. Also, was spricht für die Sony-Aktie, was spricht gegen die Sony-Aktie? Also, Sony, eine japanische Aktie. Der japanische Aktienmarkt ist ja richtig gut gelaufen dieses Jahr bislang. Und wir sehen allerdings gerade so ein Kippen. Und das ist so ein bisschen das, was das Gefährliche ist. Ja? Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Sony dort auch abverkauft wird. Du hast gerade die Saisonalität gesehen. Irgendwas zwischen, ja, sieht ganz ordentlich aus, bis... muss man mal noch mal ein bisschen beobachten, was da jetzt im Endeffekt passiert. Unternehmerisch sehr schöne Gewinne zum aktuellen Zeitpunkt, ist denke ich okay. So ein Mega-Schnäppchen ist es meiner Meinung nach nicht. Aber schreib mir gerne mal deine Meinung rein, was dir jetzt gerade besser gefällt. Wir haben uns jetzt ja zwei Aktien angeschaut. Einmal die Infineon und einmal die Sony. Kannst ja schon mal reinschreiben, wer zwischen den beiden dein Gewinner ist. Ich persönlich tendiere so ein bisschen zu Infineon, aber... ja, habe ich sicherlich auch keine Glaskugel. Schauen wir uns als nächstes einmal die Unity Software Aktie an. Unity, ja eigentlich
ein ja, Baukastenhersteller ne, für Softwareentwicklung, also vor allem Computerspiele, werden sehr, sehr oft mit Unity gemacht, insbesondere auf der mobilen Plattform. Wir haben halt so einen 3D-Algorithmus für die ganzen Physics und so, werden normalerweise mit Unity in den Spielen gemacht oder auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und deswegen kommt diese ganze Spieleindustrie an Unity nicht so richtig vorbei. Unity hat ziemlich auf den Deckel gekriegt, hier 2021, was insbesondere daran lag, dass sie ihr Bezahlmodell umgestellt haben und dann sie, ich sag mal, in der Beliebtheit stark gesunken sind, weil viele sagen, das war Geldmacherei. Was haben sie gemacht? Sie haben quasi, wollten bezahlt werden pro Download der, des Unternehmens, also pro Download der Software, anstatt pro Verkauf bei der Software. Und das führte jetzt halt dazu, dass, ihr wisst ja, wie der Online-Spielemarkt funktioniert auf dem Handy. Man kann sich die Spiele mal kostenlos runterladen und kann sich dann halt immer so Perks oder sowas kaufen. Insbesondere, wenn man halt richtig gut sein will, muss man normalerweise echt Geld investieren. Und das Problem ist, sie haben natürlich Millionen von Downloads, aber nur manche bezahlen. Und wenn sie halt auf diese Millionen von Downloads jetzt dann auf einmal Gebühren zahlen müssen, dann wird das direkt sehr, sehr viel teurer, als das vorher der Fall war. Und deswegen haben jetzt viele gesagt, na, Unity weiß ich nicht so richtig, ob ich damit umgehen möchte. So, Fakt ist jetzt aber, wenn ihr euch das hier anschaut, wir haben hier diese extreme Abwärtsbewegung gehabt, ja, und wenn man sich das mal anschaut, ja, da ging es 85% runter von der Spitze. Und wenn wir das jetzt mal ausmessen, dann sind wir jetzt da auch gerade 87% ungefähr. Ja, also je nachdem, wo du die Spitze nimmst und welchen Wert du da unten jetzt anpeilst. Aber sagen wir so, Pi mal Daumen, 85% ist das Ganze jetzt gefallen. Und was mir an der Aktie so gut gefällt oder warum ich jetzt auch da rein investiert habe, ist, dass wir hier unten dieses wunderschöne Bodenlevel gerade haben. Ja? Und es, glaube ich, sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Bodenlevel jetzt auch wieder hält. Ja? Und du siehst auch, wir haben ein sehr, sehr schönes Potenzial, was nach oben angeht. Ja? Also wir können hier durchaus 80, 90 und ehrlich gesagt, spricht auch nicht so richtig dagegen, dass wir vielleicht sogar so etwas sehen wie 300%. Ja? Also Unity könnte durchaus richtig durch die Decke gehen. Einfach wenn man sich das Chartbild anschaut. Du siehst auch hier, unsere Einstiegssignale funktionieren normalerweise sehr, sehr gut. Ja? Also wir haben hier eigentlich immer nur so ein Signal pro Tiefpunkt. Hier hinten sind mal relativ viele. Das liegt aber daran, dass diese Swings relativ knapp sind. Ja, also das Signal war sicherlich ganz ordentlich. Die hier waren ehrlich gesagt eher Quatsch. Aber das hätte man auch gesehen, wenn man dort reingegangen ist, dass das schwierig war. Da hättest du die Profisignale gebraucht. Hier mit unseren Hobby-Signalen, die wir kostenlos rausschicken, kommst du bei der Aktie ja, da jetzt nicht so richtig weiter. Dann schauen wir uns einmal die geschäftliche Entwicklung von der Unity Software Aktie an. Du siehst hier, das ist jetzt dieser Absturz um 85%, ja, also das ist ziemlich übel. Wir haben jetzt gerade eine Marktkapitalisierung von 9,6 Milliarden. Damit liegen wir hier oberhalb des Gesamtvermögens zwar, ja, aber sehr, sehr nah dran. Und du siehst jetzt im historischen Vergleich ist die Aktie jetzt gerade sehr, sehr günstig. Man kann auch einfach sagen, sie war beim IPO einfach viel zu teuer. Wenn wir jetzt die Marktkapitalisierung mal rausnehmen, um uns anzuschauen, hey, wie hat sich das Unternehmen denn jetzt so in der Vergangenheit entwickelt, dann sehen wir jetzt hier, warum sie bei uns bei den Wachstumsaktien dabei ist. Wir hatten nämlich ein super schönes Wachstum von 22 nach 23, ja, ging der Umsatz rauf von 1,39 auf 2,19 Milliarden, ja. Das heißt, wir haben uns, ja, haben fast 50% Wachstum gehabt. Wir sehen jetzt aber auch, die Umsätze sollen jetzt für 24 ein bisschen zurückgehen, immer noch höher als jetzt in 22 waren. Aber es soll definitiv ein bisschen rückläufig sein. So, wir können auch sehen, das Gesamtvermögen ist sehr, sehr schön immer gestiegen, dann stagniert in 23. Eigenkapital ist stagniert. Und wir sehen auch, hier, das ist die Gewinn, ist der Gewinn vor Steuern, also das EBIT im Endeffekt, also vor Steuern und Zinsen natürlich. Ja. Und da sehen wir, dass das jetzt auch immer negativer geworden ist, hier bis 2022 und in 23 hat das zum ersten Mal jetzt so ein bisschen aufgehört. Und die eigentliche Frage, die man sich meiner Meinung nach bei der Aktie jetzt gerade stellen muss, ist, was passiert mit dem Gewinn der Aktie? Ja, also was passiert mit dem Gewinn des Unternehmens? Machen sie in Zukunft weiter Verluste? Deswegen, wir hatten uns ja gerade das EBIT angeschaut und schaut mal, das sind jetzt die Schätzungen von den Analysten für die nächsten Jahre. Und ihr seht, für 2024 ist zum ersten Mal ein positives Ergebnis, steht jetzt hier.
und darauf hoffen sie jetzt. Das heißt, es war auch zwingend notwendig, dass sie ihr Bezahlsystem eigentlich verändert haben, damit sie halt irgendwie jetzt mal in die Profitabilität rutschen. Und so wie es aktuell aussieht, sollen sie das jetzt für 2024 schaffen. Und das könnte natürlich, ich sag mal, der Auslöser dafür sein, dass wir jetzt eine richtige kometenhafte Entwicklung haben, weil dieser Moment der Profitabilität, wenn man den wirklich abpasst und das noch charttechnisch geschickt abpasst, kann man halt sich wirklich dumm und dämlich bei Aktien verdienen. Und das ist bei Unity Software durchaus gerade der Fall. Ja, also mit Unity haben wir jetzt einen weiteren Kandidaten bei unseren Wachstumsaktien. Fällt eigentlich so ein bisschen raus, ja, weil es halt eigentlich keine Wachstumsaktie ist, wenn die Umsätze jetzt fallen sollen, nach meiner Definition. Auf der anderen Seite, boah, charttechnisch gefällt mir das richtig gut. Die Profitabilität gefällt mir auch richtig gut. Und es ist ja nicht so, dass jetzt in den nächsten Jahren der Umsatz wegbrechen soll, sondern wir sind halt eher so ein bisschen gerade konstant unterwegs. Aber die Profitabilität soll jetzt besser werden. Und wer weiß, ob das Unternehmen nicht vielleicht doch besser skalieren kann, als die Analysten das vorhersehen. Also für mich spricht sehr, sehr vieles für die Unity-Aktie. Bislang mein Favorit. Wie siehst du das? Schreib es gerne nochmal unten in die Kommentare. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die NIO-Aktie an. NIO hat mich jetzt zweimal geärgert und ich habe es wirklich zweimal versucht, da einzusteigen. Einmal hier und einmal dort. Du siehst, relativ untypisch für mein System, ja, dass zwei Einstiege fehlschlagen. Ich habe es ja gesagt, normalerweise ist es so, dass eigentlich immer der erste oder der zweite Versuch spätestens klappt. Jetzt habe ich doch tatsächlich zwei Fehlversuche bei NIO. Das heißt, ich habe jedes Mal ungefähr so 8% da in den Sand gesetzt. Ärgert mich persönlich sehr. Ändert aber nichts daran, dass wir demnächst wahrscheinlich wieder unser nächstes Einstiegssignal bekommen. Und wir jetzt natürlich sehr, sehr weit fortgeschritten sind. So, was meine ich damit, dass wir sehr weit fortgeschritten sind? Wenn du dir einfach mal anschaust, wie weit diese Abwärtsbewegungen normalerweise gegangen sind, ja, dann haben wir hier mal eine mit 57%, ja, aber 57% ist mit Abstand das Maximum. Hier hinten haben wir nochmal eine mit 60 und hier nochmal eine mit 76%, ja. Das heißt, wir sehen, es gibt so ein paar Fälle, wo wir noch stärkere Abwärtsbewegungen hatten, aber im Großen und Ganzen sind diese 53% wirklich ziemlich extrem. Du siehst auch, wir haben hier diesen riesen Absturz von 92% von der höchsten Position. NIO eignet sich sehr, sehr gut, um immer mal wieder so Tiefpunkte abzupassen, um dann hier so lange Aufwärtsbewegungen mitzunehmen. Und das ist auch was ich jetzt durchaus erwarten würde, dass wir hier durchaus hier so hochkommen könnten und dann reden wir direkt mal von 170%. So, dafür, dass wir das Potenzial haben, dass das Ganze nach oben geht, müssen wir natürlich irgendwie eine positive unternehmerische Entwicklung als Basis haben und da wirst du merken, dass NIO durchaus ein sehr risikoreiches Investment an der Stelle ist. So, warum sage ich, dass es ein sehr risikoreiches Investment ist? Das liegt vor allem am Gewinn. Wir sehen hier, der Gewinn liegt bei minus 14 Milliarden chinesischen Yuan und das Eigenkapital liegt bei 23 Milliarden chinesischen Yuan. Das heißt, unser Verlust ist fast in der Größenordnung vom Eigenkapital. Und das ist das Problem. Wir müssen schauen, wie das Unternehmen irgendwie an Eigenkapital kommt, um ihr Wachstum zu finanzieren. Und gerade bei Automobilherstellern gehen halt sehr, sehr viele pleite, weil das ja so ein kapitalintensives Geschäft ist. Das ist ja auch das, von dem Elon Musk immer wieder spricht, dass Tesla da mehrfach während des Gründungsprozesses kurz vor der Insolvenz stand. So, hier sehen wir jetzt die Umsatzentwicklung. Von der Umsatzentwicklung her ist das mit Abstand das schönste Unternehmen von denen, die wir uns heute angeschaut haben. Und damit eigentlich so das richtige Wachstumsunternehmen. Ne? Wir sehen, dass hier Größe des Gesamtunternehmens wächst, Größe des Umsatzes wächst. Ziemlich gut. Übrigens ganz interessant, du siehst hier, wie gut Tesla doch wirklich gemanagt wird. Ja, also Tesla hat einen Umsatz auf Höhe des Gesamtvermögens. Ja, während wir hier ungefähr bei der Hälfte sind, das ist übrigens ungefähr das gleiche Verhältnis, wie es zum Beispiel auch bei der Volkswagen-Aktie der Fall ist. Volkswagen produziert auch ungefähr halb so viele Waren, wie sie an Fabrikwert haben. Und damit ist NIO vergleichbar von der Produktivität mit Volkswagen im Endeffekt. Und ja, der Unterschied ist aber, Volkswagen macht Gewinne, NIO nicht. Weiterer Unterschied ist, NIO wächst sehr, sehr stark. Ja, was heißt sehr, sehr stark? Wir sehen es hier von 50 rauf bis auf 55 sind immerhin 10% Wachstum.
Ja, und dann soll es raufgehen bis auf 67, da hätten wir also nochmal 13 Milliarden Wachstum jetzt prognostiziert für 2024. Und dann soll das sogar noch mehr werden, sodass wir jetzt, also aktuell sind ja die Zahlen quasi von 23 mit 55 Milliarden und wir sollen auf 150 sein. Das heißt, es wird an sich davon ausgegangen, dass wir in den nächsten 2 Jahren eine Verdopplung des Geschäfts haben. Und das wäre natürlich ein sehr extremer und großer Schritt an der Stelle. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die Analysten prognostizieren, dann siehst du jetzt hier, dass die Entwicklung des Eigenkapitals und die Analysten gehen doch tatsächlich davon aus, dass das Ganze hier in die negativen Zahlen rutscht. Und das wird natürlich bedeuten, dass das Unternehmen potenziell insolvent geht und pleite geht. Und das ist halt das große Problem. Die sehen noch nicht, dass das Ganze wieder profitabel wird. Für mich ist das also jetzt kein langfristiges Investment so richtig, sondern für mich ist das mehr so ein Swing Trade, weil ich auch das Risiko sehe, dass wir so in 2 Jahren eventuell Richtung Insolvenz rutschen. Und dann muss man sich natürlich gut fragen, will ich in solch ein Unternehmen überhaupt investieren? Ich habe mich halt so ein bisschen verleiten lassen jetzt hier an der Stelle. Und zwar verleiten lassen dazu, hier auf so einen schönen Gegenswing zu setzen. War das jetzt richtig, war das falsch? Ich meine, klar, wenn man es jetzt so offensichtlich betrachtet, war es jetzt zweimal die falsche Idee, dort reinzugehen. Nichtsdestotrotz könnte ich mir halt vorstellen, dass wir wirklich hier 100, 120% oder sowas sehen werden. Insbesondere, wenn man sich die Gesamtkonstellation mit dem chinesischen Markt anguckt, wie der Hang Seng gedreht ist und so, dann wäre das natürlich ein heißer Kandidat dafür, wirklich mal so richtig hohe Prozentsätze eventuell zu kriegen. Ist halt so ein bisschen die Frage, wo kriegen sie das Geld her? Und sie bräuchten halt eigentlich die positive Kursentwicklung, um dann mit einer Kapitalerhöhung wirklich Geld einzunehmen. Und das ist halt so ein bisschen das Risiko an der Stelle. Ja, damit haben wir uns jetzt 4 Aktien aus 4 Ländern angeguckt. So, jetzt machen wir noch einen weiteren Wert und das ist JDE Peet's. Machen wir auch ganz kurz. Das ist die Kursentwicklung, die gibt es noch nicht allzu lange. Wir sehen, sie wurden extrem abverkauft. Ja, also jetzt von hier oben sind wir ungefähr 50% jetzt gefallen und damit wirklich relativ günstig zum aktuellen Zeitpunkt. Aufgrund der kurzen Historie der Aktie fällt es noch schwer wirklich einzuschätzen, wie teuer oder günstig ist das Unternehmen. Ja, wer ist das? JDE Peet's, noch nie gehört, so ging es mir zumindest. Ja, aber die Marken, die kennst du, ne? Jacobs Kaffee, Lohr, Senseo, Tassimo, ja, also Kaffeemarken zum Großteil. Und dann gibt es aber auch noch alles mögliche andere, ich will jetzt nicht alle vorlesen. Sie sind international unterwegs und halt aus diesem Bereich defensive Konsumgüter und damit sicherlich eigentlich ein spannender Kandidat für die nächste Zeit, weil ich ja definitiv einen Switch sehe von diesen, ich sag mal, modernen Aktien, ja, wo so eine Unity zum Beispiel zufällt oder halt auch diese ganzen KI-Aktien, die wir haben, die momentan so durch die Decken gegangen sind, wie eine Nvidia und so weiter, dass wir von dort jetzt einen Shift sehen werden, eher in Richtung konservativere Aktien, wo die Zeiten auf der Welt doch gerade alle so ein bisschen, ja, unsicherer werden. So, hier siehst du einmal die Geschäftsentwicklung von JDE Peet's. So, der Punkt ist, wir hatten jetzt ein schönes Umsatzwachstum. Ja, wir sind von 7 rauf auf 8 Milliarden. Die nächsten Jahre sollen aber dabei verbleiben. Jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ist das noch eine Wachstumsaktie, wenn der Umsatz so schwach wächst? Ja, musst du für dich selber entscheiden. Ich fand sie trotzdem, dass das die spannendste Aktie aus dem Bereich defensive Konsumgüter gerade ist. Wenn ich uns den Cashflow mal rausnehme, dann sehen wir auch sehr schön, dass es an sich ein sehr solides Geschäftsmodell ist. Sie machen einfach jedes Jahr Gewinne, ja, und die schwanken so zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde ungefähr. Ja, und mit den 1,1 Milliarden jetzt in 2022 sind wir da auf jeden Fall auf einem soliden Weg, wenn man so will. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 9 Milliarden. Mit 9 Milliarden sind wir jetzt unter das Eigenkapital von 2022 gerutscht und wir haben also einen KGV von unter 10 bei der Aktie und damit sicherlich einen sehr, sehr solider und konstanter Wert, der so ein bisschen Wachstum hat und völlig langweilig daherkommt. Ja, das Unternehmen kommt übrigens aus den Niederlanden und wenn wir uns die Schätzung angucken, die Schätzung, die hättest du wahrscheinlich auch selber machen können, die gehen nämlich einfach davon aus, dass alles so mehr oder weniger konstant bleibt. Ihr seht hier die Umsatzerlöse, moderates Wachstum,
Gewinne, moderates Wachstum, Eigenkapital, moderates Wachstum und die Bilanzsumme soll mehr oder weniger konstant bleiben. Ja? Also im Endeffekt, nichts soll passieren bei der Aktie. Umso spannender ist es, dass wir halt um 50% gefallen sind. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Kandidaten, den man gerade günstig einkaufen kann, der ein total langweiliges, solides Geschäftsmodell hat, dann ist JDE Peet's, glaube ich, eine super Wahl. Gut, das war mein letzter Vorschlag. So, du siehst, wir haben jetzt 5 Aktien betrachtet und jetzt kann man sich darüber streiten, was der beste Kandidat aus diesen 5 Aktien ist. Mein persönlicher Favorit oder meine Favoriten sind Unity und JDE Peet's. Ja, die beiden finde ich wirklich spannend. Unity hat den großen Vorteil, wir haben die längere Historie, wir haben das bessere Chartbild. Deswegen würde ich momentan so ein bisschen in Richtung Unity tendieren. Und dazu noch diese Turnaround- und Wachstumsstory, die wir dort so haben, gefällt mir persönlich ganz gut, weil JDE Peet's ist halt das viel langweiligere Geschäftsmodell. Wir haben halt so ein ganz leichtes Wachstum, da sicherlich nicht so die gleichen Renditechancen wie bei Unity. Unity können wir sicherlich auch sowas wie 200-300% sehen. Bei JDE Peet's, denke ich, wäre ich ganz zufrieden, wenn wir so auf die 100% kommen würden. Und ja, dementsprechend beides sehr spannend. JDE Peet's hat voll im Absturz drin, ja. Also gerade vom Zeitpunkt her muss man da schauen, dass man irgendwie das so ein bisschen geschickter timet. Das macht es ziemlich schwierig. Ist eher was so für eine Buy-and-Hold-Strategie meiner Meinung nach gerade, ne? Also dort einfach reingehen und liegen lassen und dann vielleicht nochmal mit einem Nachkauf arbeiten. Dann ist man wahrscheinlich ziemlich gut positioniert bei JDE Peet's. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und du konntest einiges daraus lernen. Falls dem so ist, lass mal einen Daumen nach oben da, das hilft mir und meinem Video doch sehr. Und lass doch gerne ein Abo da, weil wir haben ja gerade Wachstumswoche bei mir auf dem Kanal. Das heißt, wir gucken uns die nächsten Wochen noch weitere spannende Aktien an. In der nächsten Woche stehen nämlich die ganzen Tech-Aktien an. Nvidia, Apple, Meta, Microsoft und so weiter. Dementsprechend lass gerne ein Abo da, wenn du dich auch dafür interessierst. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Tag und hoffe, wir sehen uns einfach am Donnerstag im Investment Club, immer 19 Uhr, besprechen wir die aktuelle Marktlage und die Aktien, die für euch gerade spannend sind. Nimm gern kostenlos teil, dazu kriegst du noch meine Einstiegssignale und dann schaffen wir es, dass du auch richtig profitabel am Aktienmarkt unterwegs bist. Von daher, mach dir einen schönen Tag und bis bald. Ciao.